Ja, ich befinde mich hier im Bozner Bahnhofspark, wo es sicher einige Kollegen jenes Mannes, jenes Schwarzafrikaners gibt, der erst kürzlich in Lana eine Frau überfallen hat. Wie wir gehört haben, handelt es sich bei diesem Nigerianer um einen Wiederholungstäter. Er ist mehrfach kriminell geworden, hat Frauen angeblich sexuell belästigt. Er ist mehrmals auch negativ aufgefallen, hat deswegen in der Gemeinde Burgstall bereits ein Aufenthaltsverbot verhängt bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ernst dieser Mann ein Aufenthaltsverbot oder ein weiteres Aufenthaltsverbot nehmen wird, der wahrscheinlich vorsätzlich seine Dokumente verschwinden hat lassen, wahrscheinlich illegal nach Italien gekommen ist, hier bereits mehrfach kriminell wurde und so wie wir es aus dem Alltag kennen, auch weiterhin natürlich nichts zu befürchten hat, außer ein paar Aufenthaltsverbote. Wer das Gastrecht und das sogar mehrmals wie in diesem Falle mit Füßen tritt, der hat hier einfach nichts verloren. Das sollten sich wirklich die Verantwortlichen hinter die Ohren schreiben, denn wir sind es einfach leid, vor allem wir Frauen sind es leid. Nachdem wir jahrzehntelang für mehr Freiheit und Gleichberechtigung gekämpft haben, dass wir jetzt in unserem Alltag unser Verhalten plötzlich völlig verändern sollen, nur weil kulturfremde Typen hordenweise und massenweise in dieses Land kommen, die sich nicht zu benehmen wissen, die von Frauen keinen Respekt haben. Das kann so nicht weitergehen und wir wollen das auch nicht mehr. Wir wollen uns wehren und deshalb der Appell an die Politik, sofortige Abschiebung. Hier ist absolut nichts herumzudeuteln, nichts zu beschönigen und nichts zu verharmlosen. Solche Leute, das ist ein Gesindel, das hat in diesem Land nichts verloren, wenn sie sich nicht zu benehmen wissen. So, ich bin jetzt hier am Bozner Bahnhof beim Zeitungsladen an der Ecke. Dieser Zeitungsladen wird von zwei Frauen betrieben, Mutter und Tochter. Die Tochter ist in der Vergangenheit auch bereits Opfer eines Afrikaners geworden, der die Tochter mehrfach belästigt hat, auch tätlich angegriffen hat. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt kurz mit ihr sprechen dürfen. Es war 2016. Dass also ein Kunde halt einer gekommen ist und hat gewählt, die Zigaretten kriegen, ohne zu zahlen. Und die haben ihm dann klipp und klar gesagt, ich mag es nicht, halt, ich tue es nicht. Und dann hat er mich praktisch für längere Zeit öfters belästigt und bedroht. Und es ist nachher die Polizei eingeschritten, aber nach einem Moment der Zeit. Und es ist nachher haben sie ihn festgenommen gehabt, aber die Richter haben sie nicht können, einsperren. Und dann ist er halt öfters nachher gekommen da und ist vor der Tür gestanden, weil er genau gewusst hat, wie weit er kann kommen, mich zu belästigen oder halt mich zu bedrohen. Ich bedanke mich natürlich ganz besonders für die Bereitschaft, ein Statement abzugeben. Vor allem aber möchte ich sowohl Mutter wie Tochter danken, dass sie weitermachen, dass sie sich nicht entmutigen haben lassen, dass sie dieses harte und immer härter werdende Geschäft weiterführen in einer Gegend, die leider immer mehr verwahrlost. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass hier die Gesetze verschärft werden und dass unsere Leute geschützt werden und dass Paradoxe ist ja eigentlich, dass wir Leute beschützen müssen, ausgerechnet vor jenen, die zu uns gekommen sind, weil sie angeblich Schutz suchen. Also das ist pervers.